Heute stellt sich für mich die Frage, ob es Überholmöglichkeiten geben wird. Besonders bei den schnellen Sektionen. Natürlich haben wir DRS, was bei den Geraden helfen wird. Doch das hilft alles nichts, wenn man zu langsam aus der vorigen Kurve kommt oder zu weit hinten ist. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer perfekten Runde im gestrigen Qualifying startet Kimi Räikkönen von der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, Daniel Ricciardo und Verstappen. Massa, Perez, Grosjean und Nico Hülkenberg. Ocon, Kvyat, Kevin Magnussen und Palmer. Sainz Jr., Stroll, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Thank you.
also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfalken. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz gut. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.